Herzlich willkommen zurück zu Let's Play To The Moon. Wir stehen hier mit Dr. Eva Rosaline und wir haben irgendwie Neil verloren, soweit ich mich erinnern kann, beim letzten Mal. Denn wir hatten Probleme. Ja, Kater ist klar. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber mein Kater scharrt an der Tür. Egal. Wir hatten beim letzten Mal Probleme, Johns Erinnerungen so zu modifizieren, wie wir es eigentlich machen wollten, damit er in seinen Gedanken zum Mond reist. Und eigentlich wissen wir, woran es liegt. Wir kommen nicht an seine Kleinkindheitserinnerungen ran. Wir haben da den riesigen Riss gehabt in der Erinnerung, aber irgendwie haben das die beiden noch nicht so ganz gecheckt. Deswegen müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen uns erinnern. Und hier steht John, ich nehme an, das wird uns etwas weiterbringen. Hast du To The Moon gesehen? Wie war er? Ach, die Story war ganz schön aufgeblasen. Ich mag lieber Filme, die ein bisschen mehr, naja, je ne sais quoi. Genau. Finde ich aber süß, dass sie hier so eine kleine Anspielung mit reingebaut haben. Können wir sonst noch was besprechen? Nein, können wir nicht. Und hier unten ist auch dicht. Dann nehme ich an, dass wir vielleicht in den Kinosaal rein müssen. Das wäre irgendwie ganz logisch und sieht auch ganz danach aus. Ja. Schnabeltier. Zum Mond, Liebling. Oh, Henry. Oh je, ich bin viel zu abgespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John irgendwas geändert hat. Das klang jetzt mehr wie irgendeine billige englische Schnulze oder so, sowas Rosamunde Pilcher oder sowas vielleicht. Ach so. Ich muss durch John zurückreisen, um die Ergebnisse zu überprüfen. Geht klar, Schnabeltier. Oder John halt. Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern Platz sitzen musstest, Kleiner. Womit wir wieder hier wären? Irgendwie, wozu habt ihr mir die Anzeige hingezeigt? Ach doch, jetzt zeigt es auch an, wo wir sind. Natürlich wieder im Alter, wir sind ja wieder in der Starterinnerung, die quasi unser Ausgangspunkt war. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Und ich frage mich ganz ernsthaft, wo ist Neil und was macht er? Ich kann es mir fast denken. Ich vermute, dass er da auf der richtigen Spur sein wird und versuchen wird, irgendwie den Riss in der Erinnerung zu überbrücken. Aber wer weiß? Lilly? Achso. Ich muss ja die Stimme verstellen. Oh, oh, oh. Zurück in die Schulzeit. Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Vielleicht mit unserer kleinen River? Ich habe jetzt keine Zeit für sie. Sei nicht so böse. Das Plüschschnabeltier, das kennen wir ja schon. Also, hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Aha. Moment mal. Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Aber ich glaube nicht, dass du daran schuld bist. Hey, nicht drängeln! Kann ja auch gar nicht, fällt mir gerade auf, denn diese Erinnerung spielt vor der Erinnerung im Kino. Hä? Moment mal. Das ist keine echte Erinnerung. Das ist... Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich wusste es, dass es Neil ist. Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow. Das war mies. Aber ich schweife ab. Oh Gott. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen.
Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturn zu schwimmen oder vielleicht ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen? Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... du! Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glücks... Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal das klitzekleinste bisschen? Nein. Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch, wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren. Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon! Und das Beste zum Schluss. Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Besonders dann, wenn ihr brünett seid. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre... der... Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten, wir... Aber können Sie sich die Mondlandungslotterie leisten? Wenn Sie dieses Haus verkaufen, können Sie es definitiv! Die Diagnose steht fest? Ja, genau genommen haben wir... Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, sie beide, sie und ihre Liebste. Ponyreiten für Lau im All! Sieh mal an, eine Hochzeit, tolle Sache! Wie wär's mit einem Rätsel? Ratet mal, wo ihr ganz mondän Flitterwochen machen könntet. Oh Gott, der war so schlecht. River? Verdammtes Glas! Rutschig!
Johnny! John! Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Hört man das jetzt in der Aufnahme? Ich glaube, ich kriege gerade ein SMS. Tut mir leid. Hört das Störsignal auch mal wieder auf? So, Verzeihung, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, auf jeden Fall habe ich es gehört auf dem Ohr. Machen wir weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Ernsthaft. Das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielte River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendetwas gibt, was diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River. Was genau hast du getan? Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Gut, dann schauen wir mal nach. Ich möchte mich an der Stelle mal für die Störgeräusche entschuldigen, insofern man die in der Aufnahme hört, wovon ich aber ausgehe. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Ich krieg keine SMS. Also, zumindest wüsste ich nicht. Ich kann ja mal nachgucken. Vielleicht ist auch kein Vibrationsalarm oder so. Gucken wir doch mal. Ja, ja. Piep, piep. Nein, ich habe keine SMS. Ich weiß nicht, wovon die Störsignale gerade kamen. Ich entschuldige mich an der Stelle ganz offiziell dafür. Und damit können wir auch weitermachen. Auch wenn das ein bisschen die Stimmung versaut hat. So, gucken wir mal, wo Neil steckt. Ich weiß es nicht so richtig. Aber vor allen Dingen, wir stecken jetzt auch mal wieder in der Realität, was ich ganz schön finde eigentlich. Wir waren jetzt lang genug in Johns Gedanken. Und vielleicht können wir auch durch die Gespräche mit Lilly und den Kindern etwas rausfinden. Wer weiß, bisher waren die Kinder ja ganz hilfreich. Also ganz am Anfang mal. Git. Man kann das von Neil überfahrene Eichhörnchen den kompletten Weg bisher herriechen. Gut, das ist natürlich ganz schön eklig. Vielleicht bist du auch reingetreten in den Kadaver. Kann ja auch sein. So, ich nehme an, wir müssen nach oben. Macht ja keinen Sinn, hier unten rumzukriechen. Nochmal die Noten für River. So. Jetzt aber ab nach oben. Hier ist ja nichts hier unten. Und dann schauen wir mal, ob Neil schon da ist. Auf jeden Fall ist der Doc schon da. Als einziger. Okay.
Wie geht es, John? Wir verlieren ihn. Was treiben Sie denn? Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Was? Alter Fressrumpf, mach dich raus aus der Küche, Mensch. Er wird nicht gegessen. Erst wenn der Fall beendet ist, gibt's wieder zu essen. Und wenn ihr verhungern müsst,